Marie, Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch. Ich bin über Sätze gestolpert in dem Buch. Wie heißt das? La France de la Révolution de l'Empire Quadriche Manuel. Aus dem alten Montpellier, aus Mayenne, Premier Rue du Docteur Sauvé. Ein altfranzösischer Straßenname. Sehr schön, dass da noch auf Altfranzösisch was steht in dem Buch. Das Straßenschild ist auch, da steht auch das ausgeschrieben, damit man weiß, wie man das auf Altfranzösisch ausspricht. Es geht um folgenden Satz. Il constitue le rouage essentiel de la centralisation. Es geht um die Lotto-Division, la généralité ou intendance. Davon gibt es 36 Generalitäten, die von den Intendanten, die durch den König bestimmt werden, geleitet werden. Und il constitue le rouage essentiel de la centralisation. Le rouage. Erste Bedeutung: chacune des pièces d'un mécanisme lubrifié, le rouage d'une horloge. Die einzelnen Bausteine, die einzelnen kleinen Bestandteile eines Mechanismus, und der Satz heißt, Teile einer läutenden Uhr ans Licht bringen oder zu zeigen. Es gibt in Frankreich offene Rathausuhren, hier in Deutschland werden das Kirchturmuhren, wo eine Glocke läutet. Und zweite Bedeutung ist: chacun des éléments des services d'une administration, d'une entreprise, le rouage de l'État, die Einheiten, Staatseinheiten oder die Unternehmenseinheiten. Und Maître de l'huile dans les rouages, faciliter les bonnes relations. Maître de l'huile dans les rouages heißt bestechen. Oder wie es hier ausgedrückt wird, gute Beziehungen noch weiter vereinfachen. So, also so viel zum Thema Rouage. Rouage sind hier, il constitue le rouage essentiel de la centralisation, die Staatseinheiten, die für den Aufbau der Zentralisation nötig sind, bilden die Staatseinheiten, die wichtig sind für die Zentralisation, la Centralisation. Und la Centralisation hat im Französischen auch eine Bedeutung: Action de centraliser, la centralisation économique entraîne le développement de grandes agglomérations et retarde la mise en valeur de certaines régions. La centralisation des renseignements se fait dans les services du ministre de l'Intérieur. Also, die Zentralisation, die ökonomische Zentralisation zieht die Entwicklung von Wert in bestimmten Regionen nach sich. La centralisation des renseignements se fait dans les services du ministère de l'Intérieur. Die Zusammenführung von Renseignement, Wissen oder Erkenntnissen, Staatserkenntnissen, vollzieht sich im Innenministerium, heißt das. Und centraliser, das Verb coupé, ramener vers un organisme central, coupé, ramener vers un organisme central. Quel est le service qui sera chargé de centraliser le renseignement? Das Zusammenführen dieser Erkenntnisse oder
Statistiken oder was weiß ich was, dans un pays dont l'administration est peu centralisée, les collectifs locaux jouissent d'une plus grande autonomie. So, also, was heißt der Satz? Il constitue le rouage essentiel de la centralisation. Die bilden die elementaren Staatsbestandteile der Zusammenführung am Hof Ludwig des 14. Denn es geht um die Regierung im L'Ancien Regime. So. Damit wäre ich damit fertig. Und in dem Abschnitt gibt es noch zwei weitere Sätze. Tschüss für heute.